Ich begrüße euch zu einem weiteren Cataclysm Instanz Guide. Wir befinden uns in der Instanz Die verlorene Stadt der Tolvir, beim ersten Instanzboss, und zwar ist das General Husam. Er hat eigentlich nur drei wirkliche Fähigkeiten, auf die man achten muss. Die erste sehen wir jetzt gleich hier. Er legt überall so Fallen auf, sehen ähnlich aus wie irgendwie so, ja, so kleine Plattformen auf dem Boden, die nach oben hin blinken. Das seht ihr jetzt hier überall, diese gelben Punkte. Und außerdem sieht man jetzt hier auch im Bild die Schockwelle. Ja, er castet in drei Richtungen Schockwellen und daraus entstehen dann noch so Stacheln, da natürlich rausgehen. Und von diesen Fallen, die er auslegt, auch natürlich wegbleiben. Die haben eine Range von, ich schätze mal, 5 bis 6 Yards. Deswegen ziehe ich den Boss hier auch immer aus diesen ganzen Fallen raus. Da die Fallen beim Explodieren doch schon einiges an Schaden machen, das sehen wir gleich im Videoverlauf auch noch, da werde ich mal getroffen. Und ja, wie gesagt, haltet euch fern von den Fallen. Hier ist nochmal die Schockwelle. Die geht im Übrigen in vier Richtungen, habe ich gerade nicht richtig gesehen. Ihr seht, die Stacheln gehen in alle vier Richtungen. Aber man hat genug Platz und vor allem auch Zeit, um sich da richtig zu positionieren, um nicht getroffen zu werden. Ich war jetzt hier leider ein bisschen line of sight für unseren Healer, deswegen bin ich jetzt auf, ich schätze mal, 40% oder so gedroppt. Und ja, das war im Großen und Ganzen eigentlich schon der Boss General Husam. Wir haben jetzt mittlerweile noch 45% vor uns. Hier wieder die Fallen. Jetzt werde ich auch gleich getroffen von einer von der hier links. Dann seht ihr mal die Range, die ist dann doch schon recht groß. Nochmal Schockwelle. Und ja, es kommt jetzt nichts Neues mehr, also ist eigentlich nur Tank and Spank. Und auf die beiden Fähigkeiten. Es sind ja eigentlich, wenn man so möchte, nur zwei Fähigkeiten, auf die man achten muss. Und zwar diese Fallen, die hier überall am Boden liegen. Und natürlich die Schockwelle, wodurch dann dieser Knochenstachel entsteht. Und dann sollte alles gar kein Problem sein. Ja gut, und dieser Charge vielleicht noch, aber... Nun gut, ich bedanke mich an dieser Stelle für das Anschauen meines Guides. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen. Die wichtigsten Fähigkeiten habe ich ja vorgestellt und ja... Der Boss ist eigentlich nicht wirklich schwer, wenn man es gerade mal mit dem Laufen und allem drauf hat. Dann ist das alles gar kein Problem. Sieht, glaube ich, wilder aus, als er im Übrigen ist, der Boss. Und ja, ich sage einfach bis zum nächsten Boss und ja, bis gleich. Ciao.